Herzlich willkommen auf dem Genfer Autosalon 2017, beziehungsweise eher herzlich willkommen zum Vortag, denn wir dürfen schon einen exklusiven Blick werfen, und zwar auf den neuen Opel Insignia. So wie er hier steht, haben wir ihn schon gesehen. So sieht nämlich auch der Grand Sport, also die Limousine, aus. Aber wenn wir jetzt mit der Kamera mal ein Stückchen rumkommen, dann sehen wir, das hier ist der neue. Das ist nämlich der Sports Tourer. Also willkommen im Kombinationskraftfahrzeugland. Deutschland eigentlich, Kombiland, in keinem anderen Land der Welt werden diese Autos so häufig verkauft wie bei uns. Und der hier wird sicherlich ein ganz beliebter werden. Er hat ein kleines neues Zeichen, was unten auf den Boden projiziert wird. Und das sagt uns, wenn man den Schlüssel in der Tasche hat, dann kann man da einfach mal seinen Fuß drunter strecken und schon geht die Klappe auf. Ganz praktisch, wenn man vom Einkaufen kommt und zwei schwere Tüten dabei hat. Man kann dann auch sich zum Beispiel hier rauflegen und zack, geht dann auch diese Persenning, sag ich mal, hoch. Das ist insofern ganz nett, weil man da eben auch dann einfach einladen kann. Also das muss man nicht direkt komplett zurückziehen oder die Hand benutzen. Kann man natürlich auch. So, dann sieht man hier auch, wie viel Platz da drin ist. 560 Liter Kofferraumvolumen. Das sind 130 mehr als beim Vorgänger. Und es lässt sich hier per Knopfdruck auch erweitern. Zack, fallen nämlich hinten schön die Sitze um. Und dann sind 1665 Liter drin. Und das, obwohl das Auto leichter geworden ist, und zwar 200 Kilo. Dabei bietet er mehr Kofferraumvolumen. Großartig, oder? Kommen wir zum Innenraum, und der ist richtig schick geworden, wie ich finde. Der sieht deutlich aufgeräumter aus als beim Vorgänger. Beim Vorgänger gab es ja oft Kritik, einfach für die gesamten Knöpfe, dass die so ein bisschen verteilt waren, nicht so richtig schön strukturiert. Das ist jetzt alles geändert worden. Das ist deutlich aufgeräumter, hier deutlich cleaner, deutlich schöner. Man hat hier ein großes neues Display in der Mitte. Auch hier hinter dem Lenkrad gibt es ein Display, aber es gibt auch noch analoge Anzeichen, was ich wiederum ganz schön finde. Ich finde diese Mischung zwischen digital und analog, die braucht man im Auto immer noch. Außerdem kann man jetzt ein Head-Up-Display bestellen. Und natürlich kann man in diesem Auto wundervolle Sitze bestellen, diese AGR-Sitze von Opel. Wenn Sie vorhaben, sich ein Insignia zu kaufen, sollten Sie den mit diesen Sitzen bestellen, ist mein Tipp. Damit kommen wir zum Preis. 26.900 Euro etwa kostet die Basis für den Sports Tourer. Das sind 1.000 Euro Kombiaufschlag gegenüber dem Grand Sport, also gegenüber der Limousine. Und damit bewegen wir uns auf dem Preislevel von dem Vorgänger. Das heißt, großartig teurer geworden ist er nicht, aber eben besser.